So, und damit begrüße ich euch ganz, ganz herzlich am heutigen Abend zum heutigen Streamerino. Wir machen heute ein bisschen in Monster Hunter World weiter. Und zwar werden wir uns angucken, die Mission, die uns noch bei den 3- und 4-Sterne-Missionen etc. pp. Fehlen. Das heißt, wir werden vermutlich erstmal ein Stück zurückschalten. Da ich davon ausgehe, dass uns die Spezialarena-Quests fehlen. Also es wurde im letzten Stream von einem Viewer bestätigt, dass da noch was fehlt. Ich weiß nicht, was da fehlt. Ich gehe aber davon aus, dass es die Spezialarena-Quests sind. Ich habe mir die jetzt auch einmal rausgeschrieben, welche wir schon gemacht haben. Ich weiß nicht, welche fehlen. Ich weiß nur, welche ich gemacht habe. Ich fände es cool, wenn wir es heute schaffen, vielleicht die 3, 4, 6 und 6 Sterne zu komplettieren, weil die Monster sollten ja rein theoretisch relativ schnell gejagt sein bei unserem aktuellen Equipment, ehe wir dann den Lunastra zu Ende jagen bzw. die Mission weiter fortsetzen. Wie wär's, wenn du auch das Spiel... Ach, ich weiß nicht, warum das Spiel manchmal nicht gecaptured wird. Das regt mich richtig auf. Ja, jedenfalls, ist dann halt die Frage, wie wir das Ganze sonst rausfinden. Keine Ahnung, ich möchte ungern googeln eigentlich, bin ich ehrlich. Das würde ich eigentlich ungern machen. Aber ich bin mir sicher, dass wir das auch so rausbekommen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die das Feldteam hat sich am Haupttor versammelt. Spezialarena-Quest fehlen. Als würde es zu einer Expedition in den Wald aufbrechen. So, die Schnurtrupp-Safari ist zurückgekehrt und unsere Tagesboni sind da. Aber das bringt mir natürlich jetzt überraschend wenig, weil ihr nicht sehen könnt. Hallo Spiel! Machen wir es so. Einen Moment. Ja. So. Dann wollen wir mal erstmal unsere Belohnung einsammeln hier. Ach guck mal, wir hatten unsere Gutscheine letztes Mal gar nicht eingesetzt. Aber stimmt, letztes Mal haben wir den Behemoth gemacht und den Neckar gesucht, ne? Ja, ich erinnere mich. Und jetzt möchte ich erst einmal Tutorials und Tipps Tutorials ansehen. Spezialwerkzeuge. Spezialarena-Quest. Die Spezialarena ist mit Kanonen, Ballisten und einer Falle bitte ausgestattet. Jage mit Hilfe deiner Ziele. Wenn du ein Monster auf einer Quest oder erjagst, wird das in Spezialarena-Quest freigeschaltet, mit einigen Ausnahmen. Die Reihenfolge auf der Questtafel ist zufällig. Okay. Weil ich sag mal, ich würde das schon ganz gerne mit euch machen. Da wollen wir mal eben gucken. Optionale Quest. Also wir haben auf jeden Fall... Ich habe das nicht ganz nachgucken können natürlich. Sondern ich habe das nur anhand der... Der Namen von den YouTube-Parts habe ich mir das erschlossen, welche ich schon ab und nicht. Hey, hey, Watki, willkommen im Stream. Na, ist gut bei dir. Habe ich das ein bisschen versucht zu erschließen und dementsprechend
Möchte ich jetzt mit euch die Zeit nutzen und das einmal machen. Denn praktisch ist das auf jeden Fall. Da wir so auch vom Anbauen her ein paar wunderbare Sachen bekommen können. Und wir so auch ein paar Tränke in Anführungsstrichen farmen können, ohne dass wir ja wirklich farmen halt. Ich darf nachher nicht vergessen, das wieder auf hochrangig zu stellen. Die Auswahl. Das Feldteam hat sich am Haupttor versammelt. Sieht aus, als würde es zu einer Expedition in den Wald aufbrechen. Ja, ja, das ist schön für das Feldteam. Ich werde jetzt mal ja, das trotzdem auffüllen. Ah, die beiden nicht. Und Beruhigungsbomben nehmen wir noch mit. Ich weiß halt jetzt nicht, was die Ausnahmen sind. Aber so können wir A, Geld haben und B, macht mir das nichts aus, wenn wir jetzt erstmal wieder ein bisschen auf Sachen treffen, die wir nicht brauchen. Also, laut meinen Aufzeichnungen habe ich den Tobi Kadachi auf jeden Fall schon erjagt in der Spezialarena. Das heißt, es könnte noch der Puke Puke oder der Barot sein. So, jetzt warte mal. Ja, das ist jetzt alles ein bisschen aufwendiger. Ich gebe es ja zu. Es ist, weil guck mal, von dem haben wir auch noch keinen gefangen, aber von dem haben wir schon 7 gefangen. Die Frage ist, haben wir von dem nur Hochrangige gefangen? Ich weiß es halt nicht. Hey, Partnerin. Also würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit dem niederrangigen Puke Puke an. Da wir den auf jeden Fall noch nicht gefangen haben. Und da wir den Barov schon gefangen haben, machen wir den danach einfach. Weil ich denke, dass Juratodus einfach nicht so gut ja, da reinpasst. Die Gutscheine, die bringen nicht viel, das lassen wir mal. Hallo, für nee, danke. Oh, warte mal. Jetzt gerade nicht. Sorry. Erinnert mich bitte daran, dass ich nachher entsprechende Gegenmaßnahmen einleite. Es tut mir leid, dass das da jetzt stehen bleibt, aber ich möchte dem Ganzen jetzt erstmal keine Aufmerksamkeit schenken. Gemein, ich weiß, aber könnt ihr mich bitte einfach in Ruhe lassen?
Dann wollen wir doch mal den Vogel. Was zur Hölle? Let's go. Ich würde sagen, wir machen danach erst den Puke Puke auch in hochrangig. Weil offensichtlich haben wir den in hochrangig ja auch noch nicht gefangen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man die dann bei beiden, wenn das die Lösung ist, ich weiß es wie gesagt ja nicht, es sind krasse Vermutungen hier. Der Puke Puke, der ist irgendwie so eine Sache für sich, ne? Kommst du runter auf den Boden wieder? Halt aufpassen, dass ich nicht töte, ne? Gut. Damit haben wir da auf jeden Fall schon mal jemanden gefangen. So. Videos, Chatbots, etc. The price is lower than any. Ja, ne, brauche ich nicht. Tut mir leid. Kein Interesse. Ja, komm, bla bla bla. Ach, ich hätte es verkaufen können, ne? Habe ich jetzt nicht. Aber ist jetzt nicht eine neue Spezialarena? Ist zu einer Expedition in den Wald aufbrechen. So, ja, jetzt bin ich auch auf YouTube wieder zu sehen, allerdings noch ohne das Spiel, weil das mal wieder Capture-Problem hat. Ja, an der Stelle ist einmal mein Spiel abgestürzt, gänzlich. Ja, jetzt ist es wieder alles da. Jetzt muss ich nur wieder schaffen, dass ihr das auch seht, genau wie ich. Ich habe es eben gemacht. Ich glaube, ich habe das hier gemacht, ne? So, und dann muss ich jetzt noch rein Dings bumsen und dann seht ihr trotzdem nichts. Ich weiß nicht, warum das manchmal nicht gecaptured wird, das Spiel. Ich kann es euch echt nicht sagen, warte mal, wir machen es nochmal so. Und nochmal so. Komm on, Spiel, du hast sonst nicht so Probleme. Gut. Mal gucken, ob die Jagd von Puki Puki was gebracht hat.
Ja, hat sie auf jeden Fall. Und die hatten wir auf jeden Fall noch nicht, die Quest. Also war die Intuition schon mal richtig, die ich hatte. Dann schreibe ich ein Puke Puke mal auch auf die, ja, ganz einfach meine Liste. Dann können wir, müssen wir nämlich das doch mit, können wir das doch mit ein bisschen Abwechslung machen hier. Dann kann ich nämlich gleich das einfach abhaken und dann weiß ich, dass ich den schon gemacht habe. Und dann gehen wir nämlich gleich dann zum nächsten Monster weiter, fangen das eben einmal im niederrangigen Bereich. Das muss ja dann der Barot eigentlich sein. Juratodus ist, glaube ich, eine Spezialarena, weil dafür ist er zu speziell zugeschnitten auf das Spiel. Und wenn es der Barot dann nicht ist, dann ist es dann doch halt der... Aber wie unglaublich klein der ist, ne? Ist egal, er hat eh keine Chance. Ich meine, der ist ja jetzt schon fast tot. Ich muss nur daran denken, dass ich im hochrangigen Bereich, ist er ja deutlich stärker, dass ich da aufpasse, dass ich wieder darauf achte, dass ich kämpfe, nicht dass ich das so wie hier mache. Der halt einfach kein Hindernis mehr, ne? Aber wir hatten ihn halt noch nicht, deswegen musste das jetzt sein. Wo ist jetzt mein Stift, damit ich das abhaken kann? Ich meinte nicht den Stift eigentlich. Und mein Kugelschreiber meinte ich, mit dem ich das geschrieben habe, damit das einfach ist. Ja, die Materialien von dem verkaufen wir natürlich, weil die brauchen wir schließlich nicht. Nicht so wie eben, das war auch ein kleiner Fehler, also zum Glück speichert das Spiel das immer alles schön ab und alles ist super. Also Puki Puki auf die Liste schreiben. Mit ist erledigt. Ja, okay. Das ging ja jetzt auch relativ flott, ne? Also so viele Chancen haben wir ihm nie, haben wir ihm nicht gelassen, die Minuten. Ja, alles verkaufen mit Nummer 3000, das ist jetzt auch nicht so viel, aber... Unser Jägerrang ist auch nochmal ein bisschen nach oben gegangen, das ist schon mal gut. Und ich habe so, meine Hoffnung ist, dass es ungefähr so jetzt weitergeht, ja? Haben wir jetzt alle drei, vielleicht haben wir ja auch schon alle drei Sterne-Quests jetzt. Ja. Das heißt, wir haben auf jeden Fall den Barot auch schon gehabt. Das heißt, nur noch der Puke hat uns Tatsache gefehlt. Wenn es denn den Barot gab, ich weiß es nicht. Ich habe das, wie gesagt, leider nicht in meiner Liste gefunden. So zügig, warte mal, hier wird was angezeigt auf jeden Fall in meiner 7-Sterne-Quest, dann kann ich da nämlich auch gleich die Liste schon mal erweitern. Der Legianer, den haben wir in 7 Sterne schon. Dann haben wir den Uragan und den Azurnen Rathalos haben wir schon, das ist schon mal gut. Dann kann ich das nämlich schon mal hier abhaken, die 3. Dann müssen wir jetzt 4-stufig gucken, was haben wir denn hier noch nicht gemacht? Laut meiner Liste haben wir den Anyanaf auf jeden Fall gehabt schon. Ich schätze jetzt einfach mal, dass wir den noch nicht hatten, weil ich glaube, den haben wir noch, warte mal. Haben wir den Radoban schon gefangen?
Jägernotizen. Große Monster. Der Ratian ist das Safe dann auch noch, ja. Paulumo haben wir gefangen. Ja, den haben wir auch noch nicht gefangen. Also wird das wahrscheinlich Ratian und... Ist Ratian 4? Ja, Ratian ist 4. Ja, dann lassen wir uns jetzt erstmal den, weil der finde ich nerviger als den anderen. Kümmern wir uns erst einmal da um den guten. Weil wenn er noch 0 steht, dann werden wir den auf jeden Fall noch nicht haben. Das Problem ist, wir müssen. Ich habe mir jetzt auch gleich notiert, dass wir den dann im hochrangigen Bereich auch noch jagen müssen. Denn schließlich ist. Haben wir den ja noch gar nicht gefangen. Ich weiß nicht, ob ich den zweimal fangen muss oder ob der eine durch den anderen dann automatisch kommt. Aber ich glaube, der Puke müsste ja dann auch hochrangiger sein. Den haben wir jetzt auch dann nicht so bekommen, einfach, ne? Ja, und ich möchte. Ach, gib mir mal was zu essen hier. Was zu futtern ist immer eine gute Sache. Dann wird das heute ein bisschen spezieller. Also wenn das jetzt wirklich mal so, wenn das so gut weitergeht wie bisher, werden wir heute Spezialarena-lastig sein. Der Radin Radoban. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Den könnte ich mir halt auch gut vorstellen in der Spezialarena. Deswegen schätze ich einfach mal, dass es der, ja, in der Wüste ist der ja. Ich hab mich schon gewundert, bei welchem Lager wir sind. Dann wird's heute ein bisschen Spezialarena-lastig, würde ich sagen, ja? Nicht, dass es irgendjemand stören würde, glaube ich. Als ob. Bin ich von da nicht gerade eben erst gekommen? Oh, ich habe den noch nicht so weit erforscht, dass die mich zum Monster führen. Warum das denn noch nicht? Naja, aber wir können ja einfach ein bisschen weiter forschen dann noch, ne? Wenn wir eben sowieso jetzt hinterherlaufen müssen, dann wahrscheinlich noch zweimal. Können wir auch forschen, ne? Nehmen wir vom Diabolus das auch gleich mit, falls wir da auch noch Forschung brauchen. Kann ja sein, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Aber den haben wir, glaube ich, bei einer Spezialarena schon besiegt, das heißt, das sollte nicht das Problem sein am Ende. Kann es sein, dass ich echt einfach den komplett falschen Startpunkt gewählt habe? Und wir jetzt hier einmal so komplett quer rüberlaufen müssen? Das ist ja richtig nervig. Oh, Fußspuren. So, das nehmen wir mal mit. Weil, wie gesagt, wenn die Forschung noch nicht reicht, dass ihr mich da direkt hinführt, müssen wir die Forschung halt ein bisschen erhöhen. Der Schweif giftig, ne? Ich
weiß es nicht genau, aber weil ich glaube, beim Rapalos waren es die Clown und beim Rapian war es der Schweif. Kann das sein? Ah ja, jetzt auf jeden Fall ab. Sollte uns ein paar mehr Belohnungen zum Verkaufen geben. Wenn ich überlege, wie ich den damals gehasst habe, ne? Da war ich selber schuld, dass ich mich nicht bewegen konnte, bin ich ja ehrlich. Weil mir das irgendwie egal war, ob er mich trifft oder nicht. Da habe ich wieder in der Luft rumgefuchtelt, das was ich tun kann. Aber ist egal. Die Niederrangigen klatschen wir jetzt einfach weg. Also er hat ja gar keine Chance, oder? Dass obwohl er so in Anführungsstrichen gute Treffer landet, hat er einfach null Chance, das Ding. Wo ist die Falle? Willst du mich eigentlich verarschen? Als wenn ich keine Falle dabei habe.